Moin alle miteinander. Heute ist Independence Day, Unabhängigkeitstag, ein hoher Feiertag in den USA. Eigentlich sollte ich heute virtuell zu einer Demo in Berlin zugeschaltet werden, um da eine Rede zu halten. Aber die Behörden haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich kam nicht mehr zu Wort. Nun wäre es aber wirklich schade, wenn ich mir die Arbeit mit dem Manuskript ganz umsonst gemacht hätte. Und ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen. Also habe ich ein Video gemacht und ihr könnt mir dann eben auf diesem Weg zuhören. Also, Unabhängigkeit. Was ist das eigentlich? Das Wort hat mindestens zwei Bedeutungen. Autark und frei. Niemand ist ganz und gar unabhängig im Sinne von autark. Man braucht immer irgendwas von irgendwem, um überhaupt leben zu können. Auch Länder sind in diesem Sinne nicht unabhängig, denn kaum ein Land kann wirklich ganz alleine für sich existieren. Einige Länder sind lebensmittelautark, aber es fehlen Rohstoffe. Andere haben viele Rohstoffe, aber auch die brauchen irgendwas von anderen Ländern. Und sei es bloß Wissen oder Käufer für ihre Waren. Letzten Endes sind auch noch alle vom Wetter, geologischen Gegebenheiten und den unergründlichen Wegen des Schicksals abhängig. Unabhängig im Sinne von frei denken, aber ist die Sache eines jeden Einzelnen. Diese Freiheit kann man nicht erzwingen, die kann man nur praktizieren. Ob ein Land unabhängig ist, hängt wesentlich auch davon ab, ob seine Bewohner es sind. Darum möchte ich euch das heute quasi am lebenden Objekt demonstrieren und von meiner eigenen Unabhängigkeit im Sinne von Freiheit berichten. Denn genau damit fängt alles an. Sie ist die Basis für jegliche Art von Unabhängigkeit. Vielleicht ist einer der folgenden Gedanken für euch von Nutzen, um eure eigene Unabhängigkeit zu stärken. Wer nicht eigenständig denken kann, ist ein leichtes Opfer derer, die herrschen wollen, nämlich Politikdarsteller, die Menschenfeinden wie Gates und Soros begeistert die Stiefel lecken. Für meinen Geschmack gibt es mittlerweile viel zu viele, die aufgehört haben, eigene Gedanken zu entwickeln und eigene Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die nicht davon abhängig sind, was andere davon halten. Sie konsumieren lieber die Meinung anderer Leute und führen die dann Gassi. Meinung to go gibt's kostenlos im Internet ohne Ende. Die Auswahl ist riesig. So, nun schocke ich einige von euch mal ein bisschen. Es gab eine Zeit, als das Wort Negerkuss kein Problem und gängiger Sprachgebrauch war. Plötzlich wurde das Wort Neger geächtet. Wer das sagte, wurde als Rassist abgestempelt und wer will schon als Rassist gelten? Also sagte man nicht mehr Neger, sondern Schwarzer. Bald wurde auch das verboten. Farbiger wurde ebenfalls als rassistisch eingestuft. Moor wurde geächtet. Alle Bücher mit diesen verbotenen Wörtern mussten bei Neuauflage umgetextet werden. Alte Exemplare hatten aus öffentlichen Bibliotheken zu verschwinden. Traditionsunternehmen sollten ihren Namen ändern. Und nun sind wir so weit, dass man als Weißer keine Rasterlocken mehr haben darf, weil das Kulturaneignung und damit rassistisch ist. Man weiß schon gar nicht mehr, wie man Menschen mit dunkler Hautfarbe in einem Wort benennen soll. Und wenn man es endlich rausgefunden hat, dann ändern sich die Regeln. Dabei ist das Wort an sich eigentlich egal. Man könnte auch genauso gut Apfel oder Birne sagen, denn es ist immer derselbe Menschentyp gemeint. Es ist wie mit einem Pullover, der einen losen Faden hat. Die Meinungstyrannen zuppeln so lange an diesem Faden rum, bis aus dem Pullover ein unentwirrbares Knäuel geworden ist. Es fängt immer so an. Sie machen einen kleinen Schritt und keiner widerspricht, entweder aus Angst oder aus Gleichgültigkeit. Und dann geht's weiter und weiter. Es ist egal, warum die Menschen schweigen, aber dass sie schweigen, ist das Ende aller Unabhängigkeit. Sie wird ersetzt durch Abhängigkeit von der guten Meinung fremder Leute, die einen größtenteils auch noch verachten. Eine übergriffige Kleinigkeit folgt der nächsten, bis am Ende von Eigenständigkeit nichts mehr übrig bleibt. Sie hören niemals auf. Wie erbärmlich und armselig käme ich mir vor, würde ich nach der guten Meinung solcher Tyrannen lechzen. Und wie erbärmlich und armselig sind die, die es nötig haben, so viel Druck auf uns zu machen. Ich habe es mir schon vor Jahren zur Gewohnheit gemacht, nicht höflich zu schweigen und die Worte zu gebrauchen, die ich für passend halte. Natürlich wurde ich dafür angegriffen. Aber nach kurzer Zeit habe ich aufgehört, mich zu rechtfertigen, sondern bloß noch mehr oder weniger wortreich mit »Na und, was nun?« reagiert. Darauf gab es nie eine Antwort, denn so weit wollten sich die Angreifer ja nun nicht aus dem Fenster lehnen, dass sie offen meine Verbringung ins KZ oder meine Hinrichtung gefordert hätten. Der Mut fehlte ihnen denn doch. Also ließen und lassen sie mich in Ruhe. Der ganze Zauber liegt darin, dass ich zeige, dass mir ihre Beschimpfungen egal sind und dass sie damit gar nichts erreichen, außer dass ich ihnen verbal die Hosen runterziehe.
Manche Facebook-Freunde haben mir gekündigt, wenn ich mal wieder allzu deutliche Worte fand. Das waren meist keine echten Freunde, sondern Menschen, die mich nur virtuell kannten, aber hohe Ansprüche an mich stellten. Menschen, die mich nur makellos akzeptieren wollten. 99% Perfektion reichen ja nicht. Auf Leute, die mir sofort den Rücken zukehren. Sobald ich ihren hohen Ansprüchen nicht zu 100% genüge, kann ich gut verzichten. Welches Recht haben die überhaupt, Ansprüche an mich zu stellen? Welches Recht hat irgendein Politdarsteller, Ansprüche an meine Wortwahl zu stellen? Im Lauf der Zeit ist mir klar geworden, wenn ich den einen befriedige, muss ich 100 anderen zwangsläufig missfallen, weil die andere Ansprüche haben. Ja, da kann ich doch gleich tun, was ich will, oder? Lieber bin ich mit mir zufrieden und die nicht, als umgekehrt. Wem ich was vorspielen muss, wen ich belügen und über meine ehrliche Meinung täuschen muss, damit er mich gern hat, ja, der kann mich mal gern haben. So entsteht Unabhängigkeit. Nun erdreisten sich ein paar hergelaufene Typen in Parlamenten und Redaktionsstuben, mir vorschreiben zu wollen, wie ich zu leben habe, was ich zu denken und wie ich zu fühlen habe. Hassen darf ich nicht, beleidigen darf ich nicht, verachten darf ich nicht, lieben darf ich nur den, der denen gefällt, Fleisch essen, rauchen, Auto fahren, Negerkuss sagen. Im Grunde darf ich gar nichts, was sie mir nicht erlauben. So hätten sie es jedenfalls gerne. Aber wisst ihr was? Die können mir den Puckel runterrutschen. Um mir von parlamentarischen Menschenfeinden, die nicht nur hinter den Ohren grün sind, von Lügnern und Betrügern, die mich nicht kennen und gewiss nicht mögen, irgendwelche Vorschriften machen zu lassen, bin ich mittlerweile zu alt. Was bilden sich diese überheblichen Moralapostel eigentlich ein? Keine ordentliche Bildung, nie ihr Brot im Schweiß ihres Angesichts mit ehrlicher Arbeit verdient, keine Lebenserfahrung, keinerlei Anstand, korrupt bis hinten gegen und ganz offensichtlich mit dem Transrapid durch die Kinderstube gefahren, denn ihre Manieren lassen wirklich viele Wünsche offen. Und die wollen mir was verbieten oder erlauben? Nach deren guter Meinung soll ich mein Leben gestalten? Pö! Tja, wenn ihr das mit euch machen lässt, wenn ihr ihnen das erlaubt, dann ist das euer Problem. Wer nicht genug Verstand hat, um die tyrannischen Anwandlungen dieser pädophilen Bundidioten rundweg abzulehnen, und zwar nicht nur heimlich hinter vorgehaltener Hand, der muss eben mit seiner Abhängigkeit von diesen eingebildeten Fatzken leben. Damit macht er sich von der guten Meinung von Leuten abhängig, die nichts Vernünftiges können, nichts Wesentliches wissen und das Letzte sind, was man sich unter einem guten Vorbild vorstellt. Drastischer ausgedrückt, durch schweigenden Gehorsam wird diesem Typen signalisiert, schlag mich, quäl mich, gib mir Tiernamen, aber bitte, bitte denk gut von mir. Man tut sich ja immer viel darauf zugute, ein gesetzestreuer Bürger zu sein. Ja, aber was ist denn das für ein zweifelhaftes Label, wenn die Gesetze nichts taugen? Wenn sie jedem Bürger bloß Scherereien und/oder Kosten verursachen, wenn sie niemanden nützen, außer den Gierhälsen in den Parlamenten und ihrer Verwandtschaft. Was, wenn die Gesetze missbraucht werden, um jedermann zum Sklaven einer Bande von Lügnern und Ausbeutern zu machen und Leute, die nicht vollständig auf Regierungslinie sind, wegzusperren? Was, wenn diese Gesetze vielen Menschen schaden, sie möglicherweise sogar umbringen? Soll es etwa ein Gütesiegel oder eine Auszeichnung sein, solchen Gesetzen zu gehorchen? Wie war das denn vor 90 Jahren? Waren das etwa gute Gesetze, denen damals gehorcht wurde? Sind die damals gesetzestreuen Bürger immer noch geachtet, weil sie so brav waren? Eher nicht, oder? Verlasst euch drauf. Spätere Generationen werden garantiert einen Schimpfnamen für uns finden, wenn wir weiter ängstliche Bücklinge sind und Leuten gehorchen, die unser Leben riskieren und nicht ihrs. Unabhängigkeit heißt, sich auch von Gesetzen zu befreien, wenn es schlechte Gesetze sind. Unabhängigkeit bedeutet zu prüfen, und zwar peinlich genau, ob man einem Diktat von oben wirklich gehorchen will. Ich sage absichtlich will, denn eins ist Fakt. Das Einzige, was wir wirklich müssen, ist irgendwann sterben. Nein, wir müssen nicht aufs Klo, wie ja gerne behauptet wird. Wo steht das? Wir können und dürfen uns auch dafür entscheiden, täglich mehrfach Windeln oder Hosen zu wechseln. Einer Entscheidung für oder gegen Gehorsam sollten immer drei Fragen vorausgehen. Wer will was von mir? Kennt der mich überhaupt? Und erlaube ich ihm, mir Vorschriften zu machen, insbesondere wenn sie mich einschränken oder mir eventuell sogar schaden?
Auch mit der Antwort auf diese Frage fängt Unabhängigkeit an. Von vielen Dingen wird behauptet, dass wir sie tun müssen oder dass sie gefährlich bzw. ungefährlich sind. Es sind oft Behauptungen, die gar nicht nachprüfbar sind. Oft wird ja auch behauptet, dass jemand das geprüft hat. In den seltensten Fällen wissen wir, ob das stimmt und wie gründlich der Prüfer gearbeitet hat. Im Hinblick auf die vielen Behauptungen, die in jüngerer Vergangenheit aufgestellt wurden und die sich hinterher als falsch erwiesen haben, glaube ich grundsätzlich keiner Behauptung und keinem Rat mehr, wenn sie von Seiten dieser Tyrannen kommen. Wenn die mir raten, einen Fallschirm umzulegen, bevor ich aus dem Flugzeug springe, na, dann werde ich schon mal misstrauisch. Nochmal, ich bin alt genug, selber zu entscheiden, was ich will oder nicht, was ich glaube oder nicht, was ich mir erlaube oder nicht. Es ist mein Leben. Und daher entscheide ich, was ich zulasse und was nicht. Ich bin nämlich schon groß. Ich entscheide auch, welche Rechte ich habe. Denn Rechte, die mir gegeben werden, sind wertlos, weil der, der sie mir gibt, sie mir auch wieder wegnehmen kann. Das haben wir in den letzten Jahren oft genug erleben müssen, oder? Ich hoffe, dass auch ihr erwachsen genug seid, um künftig genau zu prüfen, was ihr wem erlaubt und welchen Vorschriften ihr gehorcht. Wenn das immer mehr Menschen tun, dann haben wir einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit gemacht. Unabhängige Geister bieten nämlich keinen Nährboden für Tyrannei. Mir ist völlig gleichgültig, was Regierungen, die UNO, die WHO oder sonst irgendein Verein von mir wollen. In meinem Leben bin ich die oberste Instanz und habe mehr Macht als alle machtgierigen Kontrollfreaks zusammen. Ich habe zum Beispiel kein Spyphone und ich denke auch nicht daran, mir irgendwelche albernen Erlaubniszertifikate andrehen zu lassen. Ich kann ohne diese Dinge leben und damit werden die Überwachungsfanatiker klarkommen müssen. Mein Privatleben ist mein Spielfeld und da gelten meine Regeln. Punkt. Die unvermeidlichen Konsequenzen für meinen Ungehorsam werde ich tragen müssen, das ist schon klar. Aber lieber verzichte ich auf gnädig zugeteilte Leckerlis, die mir unter inakzeptablen Bedingungen großzügig gewährt und nach Gutdünken auch wieder weggenommen werden können, als dass ich mich und meine Überzeugungen verrate. Ich kann mit äußeren Unbequemlichkeiten besser leben als mit Gewissensbissen oder Selbstverachtung, wenn ich das tue, was die wollen, obwohl ich das mit meiner geistigen Unabhängigkeit und meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. So gesehen ist für mich jeder Tag Independence Day. Wenn ich in nicht allzu ferner Zukunft auf meinem Sterbebett vor mich hinröchel, dann will ich, wie Frank Sinatra in seinem schönen Lied sagen können, I stood tall and I did it my way. Irgendwann müssen wir uns alle für unser Tun oder Lassen verantworten, und zwar vor einem höheren Richter als den armseligen Kreaturen, die seit Jahren das Recht brechen und verdrehen. Dann möchte ich mich nicht wie ein Wurm winden müssen und mit verkrüppelter Seele und rabenschwarzem Gewissen dusselige Ausreden stottern. Das wäre doch peinlich. Denn den Richter können wir nicht belügen und dem können wir nichts vorgaukeln. Meine Bitte an alle, die hier zuhören, sorgt dafür, dass ihr diesen Tag nicht fürchten müsst. So, und jetzt, wie üblich bei mir zum Schluss mittlerweile, haltet die Ohren steif, den Rücken gerade und das Gewissen sauber. Wenn ihr das Video gemocht habt, dann teilt es, verbreitet es, wo ihr wollt, wo ihr könnt, aber bitte schön im Ganzen und nicht nur häppchenweise. Ich bin damit jedenfalls einverstanden. So, in diesem Sinne, das war es dann erstmal für heute. Ich wünsche